Der Immobilienratgeber wird Ihnen präsentiert von der Kantonalbank aus der Zentralschweiz. Grüezi und herzlich willkommen zum Immobilienratgeber auf Ihrem Zentralschweizer Fernsehen. In der heutigen Sendung informieren wir Sie über die Grundstückgewinnsteuer. Bei mir zu Gast ist der Rolf Bründler von der Zuger Kantonalbank. Er ist Spezialist für Eigenheimfinanzierungen. Herr Bündler, was ist genau eine Grundstückgewinnsteuer und wann wird sie erhoben? Die Grundstückgewinnsteuer gehört zu den direkten Steuern, wie zum Beispiel die Einkommensteuer. Sie wird erhoben auf Gewinn, den man erzielt, wenn man eine Liegenschaft verkauft. Dabei kommt kantonal ins Steuergesetz zur Anwendung und insbesondere ist auch die Besitzesdauer von Bedeutung. Besteuert wird der Reingewinn, den man erzielt. Wer muss die Steuer zahlen, der Käufer oder der Verkäufer? Grundsätzlich muss die Steuer der Verkäufer zahlen, wobei das Gesetz sieht Solidarhaftung zwischen den beiden Parteien vor. Wie sieht es denn aus, wenn eine alte Liegenschaft verkauft und gleichzeitig eine neue Liegenschaft gekauft wird? Muss man dann auf die verkaufte Liegenschaft auch noch einmal die Grundstückgewinnsteuer zahlen? Wenn Sie eine alte Liegenschaft verkauft und eine neue Liegenschaft kauft, redet man von einer sogenannten Ersatzbeschaffung. Wenn jetzt der Gewinn, den man erzielt aus der alten Liegenschaft, vollumfänglich investiert wird in den Kauf der neuen Liegenschaft, dann wird die Grundstückgewinnsteuer aufgeschoben. Wenn man nur einen Teil investiert in den Kauf der neuen Liegenschaft, dann wird die teilweise aufgeschoben, die Grundstückgewinnsteuer. In jedem Fall empfiehlt es sich aber, mit der Grundstückgewinnsteuerkommission Rücksprache zu nehmen, wenn man derartige Transaktionen ausführt. Herr Bündler, herzlichen Dank für die Informationen. Wenn Sie, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, noch mehr wissen zu dieser Thematik, kontaktieren Sie unverbindlich Ihre Kantonalbank. Ich danke Ihnen fürs Interesse und ich würde mich freuen, wenn Sie am nächsten Montag wieder einschalten. Bis dann, auf Wiedersehen miteinander. Der Immobilienratgeber ist Ihnen präsentiert worden von den Kantonalbanken aus der Zentralschweiz.